Und hier kommt der erste Besucher. Das Museum der mythischen Morgenröte ist eröffnet, mein Freund. Ja, meine Sammlung von Artefakten einer Gruppe, die ein Imperium gestürzt hat. Kommt doch herein. Ihr könnt euch die Ausstellung anschauen und wir können uns unterhalten. Ich habe etwas zu erledigen, für das ihr mir perfekt geeignet erscheint. Reden wir drinnen weiter. Seht euch ruhig um. Sprecht mich an, wenn ihr über die Aufgabe reden wollt, die ich erwähnt habe. Die hier drinnen und draußen hängenden Wandteppiche wurden in Verstecken gefunden, in denen Mitglieder der mythischen Morgenröte... Dieses verbrannte Papier ist alles, was vom legendären Mysterium Xaxis übrig geblieben ist. Dem von Merunes Dagon selbst geschrieben... Die Kommentare zum Mysterium Xaxis wurden vom Anführer der mythischen Morgenröte, Mankar Kamoran, geschrieben. Er versprach, dass seine Anhänger nach dem Tod ein paar... Habt ihr Fragen zum Museum oder... Zuerst ein wenig Geschichte. Nach der Oblivion-Krise wollten mehrere Gruppen die Überbleibsel der mythischen Morgenröte vernichten. Eine dieser Gruppen fand Merunes Klinge, das Artefakt von Dagon. Sie zerbrachen sie in drei Teile und schworen, sie für immer voneinander getrennt zu halten. Das war vor fast 150 Jahren. Und die Teile befinden sich noch immer im Besitz der Nachkommen dieser Gruppe. Und sie sind genau hier. In Himmelsrand. Mindestens zwei der Besitzer, Gunsul und Draskua, sind gefährliche Räuber. Vom dritten, Jorgen, weiß ich nur, dass er in Mortal lebt. Hier sind meine Aufzeichnungen. Wenn ihr die Teile, wie auch immer, besorgt, werde ich euch bezahlen und keine weiteren Fragen stellen. Die Klinge ist Merunes Dagons persönliches Artefakt. Schon immer hat sie blutige Veränderungen und Massaker angekündigt. Sie hatte bereits viele Namen. Dolch der tödlichen Wunde, Geißel der Gerechten, Königstöter. Die mythische Morgenröte hat Dagon als Gott angebetet. Diese Klinge wäre für meine Sammlung von unschätzbarem Wert. Ah ja, die... Schwertscheide. Sieht... Was wird der Jarl dagegen tun? Wie sollen wir uns in unseren eigenen vier Wänden... Wenn es nicht um die Mühe... Ich weiß nicht, wovon er redet, Fremder. Ich habe von ihm gehört. Ich brauche sie nicht. Meine Familie hat 8 Generationen damit verbracht, die Klinge vor einem toten Kult zu schützen. Meinetwegen kann sie weggesperrt in meinem Haus bleiben. Mir ist es egal. Aber meinen Vorfahren nicht. Tut mir leid. Ihr wollt kämpfen? Bitte. Nur zu. Sucht ihr Arbeit? Dann besorgt euch ein mehr aus dem Holz hier geschnitzt seid. Das war schon alles. Ihr nur so da! Habt ihr nicht raus? Wehrt euch! Ist das schon alles? Das war gar nichts. Oh. Seid
Seid ihr bereit, Holz? Ah! Na los, so zäh ist er doch gar nicht. Verdammt! Warum musstet ihr nach Mortal kommen? Schneebüffel zu Boden! Na los! Leichte Rüstungen ermöglichen leichtfüßige Bewegung. Kluger Ansatz. Mortal war einst ein der Ort. Aber da war die... Nach dem Kodex von Mannheim gehört diese Festung der Augs. Fremde sind hier unerwünscht.
sieht es aus? Habt ihr den Griff ausprobiert? Ist es nicht unheimlich, wie er sich völlig der Hand anzupassen scheint? Hier ist euer Gold. Jetzt brauchen wir nur noch den Knauf und die Teile der Schneide. Hier, bitte. Ich hoffe, das Museum hat euch gefallen. Ah, eine ausgezeichnete... Dagons Kult der mythischen Morgenröte hat die Septim-Dynastie getötet und die Oblivion-Tore nach Tamriel geöffnet. Dies bezeichnete man als Oblivion-Krise. Lassen wir die... Ihr habt euch einen schlechten Jetzt
Es ist seltsam. Seht nur. Die legendäre Schärfe einer dädrischen Waffe. Großartig. Und hier ist eure Bezahlung für die Teile. Jetzt fehlt nur noch der Knauf. Aufregend, oder? Wenn ihr mich sucht, ich kümmere mich um das Musik... Vorsichtig!
mal weg! Spürt ihn bis an der Axt. Ja. Abgeschworene
Mit diesen Klingenteilen, die ihr gefunden habt, unsere Handwerksmeister sind nichts im Vergleich zur Vollkommenheit der Daedra. Seht euch diesen Glanz an. Hier ist euer Gold, wie versprochen. Endlich halte ich alle Teile von Merynes Klinge in meinen Händen. Es wird Zeit, euch ein Geheimnis anzuvertrauen. Es gibt ein viertes Teil, die Schwertscheide in der Vitrine. Sie wurde für die Schneide hergestellt. Und das ist noch nicht alles. Ich weiß, wie alle Teile zusammengefügt werden. Wir müssen sie nur zum Schrein von Dagon bringen und den Fürsten des Wandels direkt kontaktieren. Seit ich ein Junge war, spüre ich, dass etwas Schicksalhaftes die mythische Morgenröte umgibt, und nun weiß ich, was es ist. Erkennt ihr es nicht? Das Schicksal hat euch zu mir und den Teilen geführt. Dagon muss uns antworten. Wir treffen uns beim Schrein.
Gut. Ihr seid hier. Ich lege die Teile auf den Altar. Dann wird Dagon mit uns reden. Merunes Dagon, Fürst des Wandels, wir haben euch eure Klinge gebracht. Wir bitten euch, bringt ihre Pracht und Herrlichkeit erneut nach Tamriel. Es funktioniert nicht. Warum versucht ihr es nicht? Legt einfach eure Hände auf den Altar. Ihr, Sterbliche, ihr seid würdig, dass ich zu euch spreche. Ihr habt die Stöcke meiner Klinge für euch in Anspruch genommen. Es war amüsant, dieses Spiel zu beobachten. Aber Dagon ruft keinen Sieger aus, während noch eine Schachfigur im Spiel ist. Tötet Silus. Er und seine Familie haben ihren Zweck erfüllt. Tötet ihn. Nehmt eure rechtmäßige Stellung als mein Champion ein, oder ich werde euch zermalmen. Halt, halt! Bringt mich nicht um! Es gibt noch eine andere Möglichkeit. Ich kann die Teile zurück in mein Museum bringen und sie in einer Vitrine unter Verschluss halten. Ihr erhaltet eine großzügige Menge Gold. Ich kann meine Sammlung vervollständigen und nie... Gut, ich werde nicht ohne Kampf sterben. Ich bin erfreut, Sterblicher. Ich gebe euch meine Klinge. Benutzt sie, um Zerstörung über Tamriel zu bringen. Ihr wart ein nützliches Werkzeug. Bringt in meinem Namen Zerstörung über die Welt. Legt eure Hände ein letztes Mal auf meinen Altar. Dann werdet ihr die Macht von Merunes Dagon selbst erfahren. Bevor ihr geht, Sterblicher, eine letzte Herausforderung.